Ja, hallo meine Lieben. Es ist heute der erste Tag, wo ich nicht direkt anfange zu heulen, wenn ich darüber nachdenke. Ich wollte aber einfach heute dieses Video für euch abdrehen. Ich wollte euch erklären und erzählen, was passiert ist. Wir mussten uns Montagabend von unseren Simba verabschieden, aber auf eine sehr unschöne und sehr brutale Art und Weise und in einer so kurzen Zeit, dass wir tatsächlich die ersten Tage hier alle unter Schock standen. Ihr habt vielleicht das Video schon noch von Montag gesehen, wo ich am Morgen noch gefilmt habe. Ich habe es am Nachmittag noch bearbeitet und für euch online gestellt und da war die Welt noch komplett in Ordnung. Simba war am Abend sogar noch bei meiner Schwester unten und ist dann so gegen 9:30 von ihr nach oben geschickt worden, weil sie dann auch ins Bett wollte. Alles begann dann so gegen 10:15, 10:50 am Abend. Ich habe auf einmal ein ganz, ganz seltsames, komisches Geräusch im Flur gehört, bin dann aus dem Bett gesprungen, bin gucken gegangen, weil irgendwas sagte mir, geh gucken. Und da lag er halt schon krampfend vor unserer Badezimmertüre. Der ganze Körper war am Krampfen und am um sich schlagen. Ich habe dann nur noch geschrien, oh mein Gott, was ist mit dir los? Dann kam auch schon meine Mutter. Meine Mutter hat ihn dann ganz behutsam hochgehoben und hat ihn dann zu mir ins Zimmer gebracht und hier aufs Bett gelegt. Dann kam er tatsächlich sogar noch mal zu sich und war wirklich für ein paar Minuten, so 3, 4 Minuten, war er wieder bei uns, guckte uns sogar an, so völlig entsetzt, aber als ob er sagen würde, was wollt ihr alle jetzt hier? Und musste sich selbst aber erstmal auch beruhigen und orientieren. Ich hatte dann gedacht, er braucht was Wasser. Ich habe dann noch Wasser geholt für ihn und ja, dann kam der nächste Krampf. Und dann war für uns klar, okay, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich habe meine Schwester sofort gerufen und meine Schwester kam dann hoch. Zwischenzeitlich habe ich dann versucht, mal unsere Tierärztin zu erreichen. Die war natürlich nicht mehr da. Ist ja logisch, es war ja schon um 11 Uhr abends und die Notfallnummer von der Tierärztin war halt eben auch nicht mehr erreichbar. Und wir haben dann versucht, noch andere Tierärzte hier zu erreichen, aber da ging einfach nirgends mehr jemand ran. Die Krämpfe wurden dann immer stärker bei ihm und er hatte nachher wirklich fast keine Pausen mehr dazwischen, so dass meine Schwester nur noch gesagt hat, so, der stirbt uns, wir müssen jetzt was machen. Hat meine Mutter dann geschickt, dass sie sich wenigstens noch eine Hose anzieht, weil es war abends, wir waren alle schon im Schlafanzug und sie hat dann das nächste Tuch genommen, was sie sich greifen konnte und hat ihn dann eingepackt. Und hat ihn dann so, wie er war, mit dem Tuch, ist sie mit ihm runtergerannt, meine Mutter hinterher. Und ich wollte eigentlich auch mit, aber ich war so unter Schock und ich konnte einfach nicht. Und ich stand im Flur und wie angewurzelt, hab dann nur noch hier im Zimmer gesehen, wie Nala auf dem Bett hin und her lief und auch unter Schock stand und die ganze Zeit am Mauzen war, weil sie das alles mitbekommen hat. Sie hat alles von Anfang an hautnah eben mitbekommen. Und deswegen habe ich nur noch bei mir gedacht, okay, ich muss irgendwie gucken, dass ich mich beruhige, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr atmen. Gleichzeitig wollte ich Nala beruhigen. Ich weiß es noch genau, es war 23 Uhr, wo sie losgefahren sind. Sie sind zur Tierärztin gefahren und an dieser Stelle auch ein riesengroßes Dankeschön nochmal an die Tierärztin, meine Mama und meine Schwester, sie haben die aus dem Bett geklingelt und als sie dann geregistriert hat, was passiert, und meine Mama und meine Schwester haben nachher sogar erzählt, er hat angefangen sogar zu schreien. Und die Ärztin kam sofort runter, hat sofort die Praxis aufgemacht, hat reingeholt. Es war innerhalb von Minuten und dann
hat die Ärztin halt gefragt, wie lange er schon krampft. Und da war das schon so zu ungefähr 20 Minuten. Und dann hat sie noch ein paar Tests gemacht, ein paar Reflexionstests gemacht und hatte da schon festgestellt, dass keine Reaktion mehr von ihm kam. Da hat sie dann gesagt, der kommt da nicht mehr raus, der ist nicht mehr bei uns. Und das Einzige, was wir noch machen können, ist ihn zu erlösen. Und das ging alles so schnell. Meine Mama und meine Schwester sind um 23 Uhr losgefahren und um 23:20 Uhr waren sie wieder hier. Und es war alles vorbei. Und das war so. Es war so brutal und so schnell, dass wir alle halt einfach so unter Schock standen die ersten Tage. Und es waren keine Anzeichen da. Die Ärztin hatte uns mehrfach dann auch gesagt, dass uns keine Schuld trifft, dass es keine Anzeichen gab dafür, dass er hatte einen epileptischen Anfall gehabt. Und die Vermutung liegt halt eben nahe, dass durch diesen ersten Anfall halt einfach auch ein Blutgerinnsel sich gebildet hatte und womöglich eine Hauptschlagader ja, zugesetzt hatte. Und dadurch sind halt die ganzen Krämpfe danach halt eben gekommen, die dann halt auch, wo halt eben auch keine Pausen mehr dazwischen waren. Das Einzige, was wir halt eben machen konnten, waren ihn halt erlösen und ihn gehen zu lassen. Es tut halt einfach, es ist halt einfach so unbegreiflich, auf was für eine Art und Weise das alles passiert ist und wie schnell das alles passiert ist. Und es war alles okay. Es war nichts da, wo man sagen kann, das war schon ein Anzeichen irgendwie oder das hätte man bemerken müssen. Gar nichts. Wir versuchen uns halt einfach auch daran zu halten, dass er in den letzten Minuten eben nichts mehr gespürt hat, dass er halt in diesem Anfall war. Und man sagt ja auch, dass auch wenn Menschen epileptische Anfälle haben, dass die halt dann wie weggetreten sind und wie betäubt sind. Und wenn sie dann wieder zu sich kommen, dann wissen sie absolut gar nichts davon, was da gerade passiert ist. Und die Tierärztin hat das halt eben auch nochmal bestätigt und hat gesagt, er ist halt einfach weg. Sie hat halt diese Reflexionstests gemacht und das Schlimme war halt einfach auch, meine Mama und meine Schwester haben das halt erzählt, dass er eine Beruhigungsspritze bekommen hatte und es wirkte nicht. Er hat weiter gekrampft und erst als er dann endgültig die allerletzte Spritze bekommen hat, erst da hörte alles endlich auf zu krampfen und ja, er wurde dann halt einfach ruhig und es ging dann auch ganz, ganz, ganz schnell. Deswegen bin ich so dankbar auch der Tierärztin, dass sie uns so offen halt auch empfangen hat, obwohl es schon abends um 23 Uhr war und sie eigentlich schon im Bett lag. Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt auch Tierärzte, die lassen dich da komplett auflaufen. Und bei uns wäre es so gewesen, wir hätten 20 Minuten weiterfahren müssen, um in der nächsten Tierklinik dann zu sein. Und das hätte er einfach alles nicht geschafft. Wir versuchen jetzt auch so langsam aber sicher auch wieder in den Alltag zu finden, vor allen Dingen auch wegen Nala. Sie trauert natürlich auch, wie gesagt, sie hat das alles mitbekommen und sie durften sich dann halt auch alle noch verabschieden von ihm, als dann alles vorbei war. Und Nala hat das sofort registriert. Sie war auch die letzten Tage, war sie auch so traurig immer und ich hatte das Gefühl gehabt, sie wollte nicht schlafen. Wenn sie geschlafen hatte und ist dann wieder wach geworden, hatte ich das Gefühl gehabt, als würde sie dann wieder registrieren, was passiert ist und ist dann wieder traurig. Und ja, er fehlt einfach überall. In jeder verfluchten Minute des Tages fehlt er. Ich möchte an dieser Stelle mich auch nochmal von ganzem Herzen für eure Anteilnahme bedanken, auch dafür bedanken, dass so viele Privatnachrichten gekommen sind und wo viele geschrieben haben, dass sie ihn sehr vermissen werden in den Videos und dass sie einfach auch geschockt waren, als sie das gesehen haben und gelesen haben. Und es gab viele, die auch geschrieben haben, dass sie Tränen in den Augen hatten und dass sie geweint haben, als sie diese Nachricht bekommen haben. Und
Dafür möchte ich auch von ganzem Herzen einfach mal Danke sagen, dass ihr so Anteil daran genommen habt. Ich werde dieses Video aber jetzt auch wieder beenden und seht es uns nach, dass wir jetzt erstmal zurechtkommen müssen mit der neuen Situation, dass wir jetzt auch erstmal wieder in unseren neuen Alltag zurückkommen müssen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder.